Kid schon haben den Moment, du sprichst gar kein Deutsch mehr mit mir! Digga, du ziehst knallhart durch, Alter! Jetzt stimmt schon, die Typen sind meine Schikarsam. Diggi! Kessin nicht doch mich, ja, Gold, und sagt, ich muss nicht alle haben. Alter. Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit Nihan. Wir haben ein extrem geiles Video vorbereitet. Und zwar, ich werde heute ein türkisches Make-up-Tutorial nachschminken. Wir haben hier was vorbereitet. Und zwar dieses wunderschöne Bild, was Nihan gemalt bekommen hat von der Zuschauerin. Ja, voll schön. Richtig geil. Benutzen wir heute. Darfst dich richtig hart geehrt fühlen. Genau. Als Ehrenwand. Als Ehrenwand. Das wird unsere Ehrenwand, Digga. Die schieben wir hier so rein in die Mitte, damit ich nicht sehen kann, was Nihan benutzt. Denn sie wird euch ein Make-up-Tutorial auf Türkisch geben, also einfach sagen, was sie macht im Endeffekt. Kein Pressure, alles gut, Baby. So unangenehm. Leute, ich darf aber noch Deutsch reden, oder? Ja, natürlich. Wir reden dazwischen noch. Aber okay, wenn du Make-up-Produkt benutzt, dann musst du halt einfach auf Türkisch sagen, was du damit machst. Wie lange ich schon kein türkisches Make-up-Tutorial mehr gesehen habe. Hast du schon sowas gemacht? Ich habe noch nie eins gedreht und ich habe schon lange keins mehr gesehen. Das heißt, ich muss mich jetzt nochmal an diese ganzen Begriffe erinnern, weil ich ja eigentlich mehr Deutsch spreche und auch Deutsch auch in meinen Videos und so weiter verwende. Aber es wird eine Dings, eine Challenge. Wir haben hier übrigens Duftkerzen. Die so. Und Marvin ist so ein bisschen anfällig. Manche vertrage ich nicht, deswegen mal gucken, okay, wie das endet. Aber auf jeden Fall wird es richtig cool. Ich werde dann versuchen zu verstehen, was sie sagt und wo ich das Produkt benutzen muss. Also ob jetzt Lidfalte, Augenlid, keine Ahnung, was sie anstellt. Ich hab's und keine Ahnung. Zwischendurch labern wir einfach ein bisschen. Und cool. Wir werden natürlich Marvins Palette benutzen. Mhm. Also falls ihr die noch nicht abgecheckt habt, Link dazu in der Infobox. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Falls ihr diese Palette nicht schon zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, push dann einfach mal. Ist jetzt. Also ich habe gesehen, wie viele Leute die Palette bestellt haben im Dezember. Also einige von euch sollten sie geschenkt bekommen haben. Look at this pigment, ja, babe. Go off. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Gott, Instant Orgasm. Bleibt auf jeden Fall dran, wird lustig und danach könnt ihr zu Nihan gehen und ihr Video abchecken. Dort haben wir auch eins aufgenommen. Ich würde sagen, wir ballern jetzt diese Trennwand in die Mitte, Digga. Shit. Okay, verurteilt mich nicht. Marvin ist ein Mega-Künstler, was reingeht. Du kannst so gut schminken. Und ich bin einfach so voll das Opfer. Deswegen erwartet jetzt keine Kunst von mir. Ich bin sowieso voll unter Pressure, aber mit Marvins Palette kann man nur geile Sachen schminken. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir was Geiles zustande kriegen werden. Ja, das wird schon schön, das wird schon gut. Ich hoffe, das ist jetzt so relativ mittig. Ich muss das noch einmal so relativ checken. Okay. Weil bestimmt so Symmetrie-Diggis kommen, weißt du? Die so sagen, boah, das war die ganze Zeit nicht in der Mitte. Das war nicht in der Mitte, das hat mich richtig getriggert, weißt du so? Das wäre haram. Bin gespannt, ob ich am Ende ungefähr so aussehe wie du. Wir haben schon die gleichen Produkte hier rumliegen, größtenteils. Ja. Also Lidschatten, Lippenstiftmäßig schon. Ja. Contouring nicht so ganz, aber ich weiß nicht, wann es kommt. Ja, weil wir beide in eigener Hautton sind so. Ich muss jetzt umswitchen auf Türkisch. Ja. Peki başlayalım o zaman. Duyduğunuz gibi. Şimdiden itibaren sadece Türkçe konuşacağım. Benim için gerçekten kolay olmayacak. Çünkü böyle bir videoyu hiç hayatımda çekmedim. Ve çekmeyi de düşünmedim açıkçası. Çünkü benim kanalım Almanca ve Almanca konuşmayı da seviyorum. Ama Türkçeyi de çok sevdiğim için böyle bir videoya onayımı verdim. Eğer saçmalarsam lütfen kızmayın. Çünkü ilk defa yapıyorum ben bunu ve biraz şey hissediyorum üzerimde. Baskı hissediyorum ama yapalım, deneyelim. Marvin'in paletini kullanacağız. Palet diyorlar mı Türkler bilmiyorum ama ben şu an öyle diyeceğim. Oh Gott, es ist schwierig. Wow, Digi, Alter, ey, ich liebe halt die Sprache, es ist so schön. Findest du gut? Ja, wow. Echt? Du redest voll viel. Das ist meine Muttersprache. Ich muss schon ein bisschen jetzt machen. Alter, läuft. Şimdi başlıyoruz, Marvin, başlıyoruz. Wir fangen an. Damit einfach Bescheid weißt, sonst ist es natürlich ein bisschen gemein. Okay. İlk başladığımız ürün fondöten. Fondötenle başlıyoruz. Önce yüzümüze fondötenimizi sürüyoruz. Primerimiz zaten vardı. Marvin de sürdü primer. O yüzden onu geçiyoruz, onu atlıyoruz. Ama ilk başladığımız, ilk başladığımız ürün fondöten. Ben iki tane fondöten kullanacağım. Çünkü benim ten rengime uyabilmesi için onları karıştırmam gerekecek. Boah, ich habe halt richtig struggle. Ich nehme jetzt eine Foundation, wirst du eh benutzen, habe ich so verstanden, was mit V und F, keine Ahnung evet, was. Evet, fondöten. Onu kullanıyoruz şimdi. Fondöten, ja, Foundation. Eskiden Beauty Blender kullanıyordum ama açıkçası biraz fırçaya geçtim. Çünkü bununla sanki daha güzel yayabiliyorum suratımda. Boah, das ist richtig fies für dich, wenn ich jetzt dazwischen immer Deutsch mit dir laber, Alter. Du bist ja richtig knechtet. Önemli değil, hiç önemli değil. Oh mein Gott, du sprichst gar kein Deutsch mehr mit mir. Digga, du ziehst knallhart durch, Alter. Geçtim çünkü Türk'ün çıkarsam. Digi. Kesinlikle. Olmayacak. O yüzden Türk modunda kalacağım. Alter. Marvin, Türkçe öğrenmen gerekiyor. Türkçe öğren. Ne? Türkçe öğren. Türkçe. Ich verstehe halt nicht so viel. Ich habe so ein bisschen Keyword verstanden. Ich hoffe, meine Foundation passt. Meine helle Foundation ist irgendwie leer, habe ich gerade festgestellt. Den kann ich nicht so gut mischen. Ben vereyim sana fondöten. Bende var açık bir renk. İstiyor musun? Bende açık renk var eğer istiyorsan. Bende kaldı. Soll ich mischen? İstiyorsan yap. Boah, Digga, du ziehst keiner durch. Sie redet nur türkisch mit mir. Boah, ich hab viel zu viel Foundation drauf geknallt, ne? Echt? Oh mein Gott, ich komme gerade nicht klar. Ich muss sagen, immer wenn ich so dann zuhöre, ich kenne ja schon einige Leute, die
Digga, unprofessional. I'm so sorry. Was bedeutet unprofessional auf Türkisch? Professionell, oh man, ja da. Ich habe gar keine Ahnung, was unprofessionell heißt. Ja, ich weiß, es ist auch nur Spaß. Schon ein krasses Wort für jemanden, der in Deutschland aufgewachsen ist. Du bist ja jetzt nicht in der Türkei geboren, du bist da nicht aufgewachsen, ne? Nee, ich bin in Deutschland geboren und ich habe Türkisch nur von meinen Eltern gelernt und das, was wir zu Hause gesprochen haben. Der Immigrationshintergrund. Wie das klingt, Alter, nee, so kann ich sagen. Doch, kannst du. Ja, kann man das so sagen? Migrationshintergrund kannst du. Ja, der hat gestartet bei deiner Oma oder bei deinen Eltern? Bei Opa, der wurde angeworben. In der Türkei war das so, wenn du Arzt bist, natürlich bist du dann im Land geblieben. Du hattest einen guten Job, konntest gut verdienen. Aber mein Opa kam eher aus ärmlichen Verhältnissen, hat im Dorf gelebt, hat die Grundschule nur besucht, hätte danach wahrscheinlich auch im Dorf bleiben müssen und hätte dann irgendwie auf dem Acker irgendwas pflanzen müssen. Und so hätten sie dann mit Landwirtschaft ihr Leben finanziert. Und das war jetzt nicht lukrativ, gerade wenn ihr halt nicht die finanziellen Mittel dazu hattet, irgendwie viel Ackerland besitzt habt oder so und besessen habt. Wir wollen kein falsches deutsches Bild hier von mir abgeben. Ich schon so voll im türkischen Modus. Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, wenn du dich in diesem Video ein bisschen versprichst, in beiden Sprachen, ist es schon okay. Du switchst halt mit der das voll hart. Auf jeden Fall Probleme bekommen. Opa ist dann als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen in den 60er Jahren. Ich glaube, das war 67 oder so ist er hergekommen. Und so ist denn die Generation hier gestartet, sagen wir mal. Und wir sind die erste Generation, die hier geboren wurde. Und meine Eltern haben sich halt in der Türkei kennengelernt, weil es Nachbarn waren, haben dann geheiratet und Mama ist dann auch nach Deutschland. Der Papa ist mit 13 hergekommen. Sonra tenimizi yüzümüze yaydık. Şimdi ikinci ürünümüz paylaşıcı değil, fondöten değil. Açıcı mı acaba? Açıcı. Galiba açıcı. Açıcımızı... Geil. Bu ürünümüzü concealer diyebiliriz aslında. Hörst du eigentlich, dass, wenn ich Englisch ausspreche, ich einen türkischen Akzent benutze? Ja, ja. Okay, açıcı, concealer. Bunu gözümüzün altına süreceğiz. Zaten Marvin de anladı, o da galiba şu an onu kullanıyor. Elinde deminden gördüm. Gözümüzün altına bu ürünümüzü sürüyoruz. Şöyle, bazen böyle üçgen de yapabilirsiniz. Ben üçgen yapmayı seviyorum. Çünkü o zaman bayağı güzel, büyük bir bölgeye sürdüğüm oluyor. Ve o zaman orası çok güzel açılıyor. Ve daha böyle şey görünüyorum, uyanık görünüyorum. Hı? Gerçekten çok zor ya, Türkçe böyle makyaj anlatmak falan. İnsan hani şey diyor, zorlanıyor bayağı. Okay, Digi. Das Gute ist, ich habe das Concealer verstanden. Man denkt sich sowieso, dass danach Concealer kommen muss. Aber ich bin schon gespannt auf die ganzen Lidschatten-Dinger, weil ich werde vielleicht den Namen hören, aber ich werde nicht wissen, ein bewegliches Lied falsch, ob du jetzt eine Cut-Crease da ziehst. Danke, machen wir Druck. Ich weiß selber nicht, wie das auf Türkisch heißt. Ich würde mir das irgendwie ausdenken müssen. Açıcımızı gözümüzün altına sürdü ve beauty blenderımız ile yaydı. Yedirdik yani. Öyle mi deniyor ya? Keşke birkaç tane video baksaydım şimdi bilirdim. Evet. Açıcı yaydıktan sonra pudramıza geçiyoruz. Pudramızı da onun üzerine sürüyoruz. Ki açıcımız güzel yerinde dursun. Ve telin böyle ara yerlerine girmesin. Kezi setet. Keine Ahnung, wie man das eigentlich sagt, aber... Du setest jetzt. Ich weiß nicht ganz genau. Ich mach das jetzt auch hier. Set Şimdi it. Böyle beauty blenderimizle aldık. Şöyle gözün altına bunu güzel yayıyoruz. Ve ben bu ürünü yedirmeden bir yerinde bırakacağım. Çünkü direkt bundan sonra... farlara geçeceğiz ve göz makyajımızı yapacağız. Digi. Erzähl. Ganz egal, ob du jetzt bakst oder nicht, ob ich richtig gecheckt habe. Wenn du bakst, bakst du nur under eye oder auch Lachfalten, weil ich mache immer so alles komplett. Ha, tamam anladım. Ganzes Gesicht. Doğru, o zaman onları da yapalım. Ha, ha. Ja. Ich verstehe nichts. Evet. Evet heißt ja. Alles. Hayır heißt nein. Hayır. Hayır. Genau, hayır ist nein. Und evet ist ja. Evet. Pardon. Ich möchte auch ein bisschen Türkisch lernen. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr mich erleben wollt, wie ich Türkisch lerne, dann guckt danach auf Nihan Channel, denn da werden wir mir irgendwie ein paar türkische Basics mal versuchen beizubringen. Evet. Pudramızı sürdük. Şimdi farımıza geçiyoruz. Farımızı sürmeden önce gözümüze ben bir paint pot kullanacağım gözüme. Ama Marvin kullanması gerekmiyor. İsterse bu base'i kullanabilir. İsterse farklı bir şey kullanabilir. Çünkü başta bana demişti bu bende yok demişti. Azıcık biraz kullanacağım ki farımız daha güzel, belirgin bir şekilde gözde görünsün ve daha fazla kalsın. Kalıcılığı için bunu sürüyorum. Gerçekten çok zor bu arada. Söyleyin size. İsterseniz siz de deneyin ama ben bayağı yani gayet zorlanıyorum. Evet. Paint potumuzu sürdük. Bundan sonra ben daha pudramı yaymıyorum. Galiba Marvin yaydı. Kendi sorunu. Yani paleti. Şimdi Marvin'in paletini kullanıyoruz. Eğer bu paleti daha almadıysanız, görmediyseniz kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. DM'de ben bu paleti görmüştüm. Orada satılıyor. Tabii ki bunu bana Marvin gönderdi. Arkadaşım olduğu için o yönden bayağı şanslıyım. Ama eğer Marvin'le arkadaş değilseniz siz de tabii ki buna sahip olabilirsiniz. DM'e gidin, orada bakın. Renklere bakın. Arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Renkler gerçekten çok güzel ve şimdi de göreceksiniz. Çok güzel, belirgin bir şekilde gözde görünüyor ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Es wir fangen an. Ich habe gerade ein bisschen Werbung für deine Palette gemacht. Das habe ich mir gedacht. Danke, Sis. Gerne. Oh, ich wollte schon immer Türkisch lernen. Irgendwie sollte ich mal durchziehen. Du sollst durchziehen. Ist denn so türkisch, albanisch, also Middle Eastern, ist das alles so ein bisschen ähnlich, dass man ab und zu trotzdem was vergeht oder gar nicht? Also ich habe mit
den anderen Sprachen gar nichts, nichts am Hut. Ne? Das Einzige, was Türkisch extrem ähnelt, ist Aserbaidschan. Mhm. Aserbaidschanisch, sagt man es so. Weil es einfach ein Nachbarland ist. Nachbarland, wir einfach, das sind halt so wie Geschwister. Ja, ich musste, das war jetzt so richtige Allmann-Frage, aber ich musste die jetzt mal stellen. Das ist wahrscheinlich ja, nee, das ist wie bei okay, Asiaten. Ja. So, sehen die alle gleich aus? Nee. Du verstehst Japaner, ist Chinesisch. Er wird was Schönes. Marvin war dem in Dann, was immer der neunte Schädel ist, Deutschland. Er, bu renkleri kullanacaksan dedi. Koyu renkler. Şimdi aklıma geldi. Eğer koyu renk kullanacaksan dedi. Önce koyu renklerle başla dedi. Daha güzel olur dedi. O yüzden koyu bir renkle başlayacağım. Aslında koyu renk kullanmıyorum ama Marvin için kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bu palette daha hiç koyu renkleri kullanmadım. Ben daha çok böyle hani daha böyle basic, daha böyle hani açık farları kullanan bir kişi olduğum için bunlardan kullandım hep. Ama bence Karma Regret'le başlayacağız. Okay, ich glaube, sie verwendet Karma-Regel. Swirly Twirly bitte einmal. Swirly Twirly. Weißt du, was die Türken für Leute sind? Wenn sie geile eine Sprache Leute nicht perfekt sprechen können, sprechen sie sie nicht. Oh, krass, ich habe einfach schon so lange keinen dunklen Lidschattenton mehr verwendet. Also wenn ich um dieses Tesafilm da, ja, ne? Ja, wir haben gerade den Rollo einfach hochgeklebt. Mit Tesafilm. Ich habe auch keine Ahnung, wo du das hinsetzt. Ich habe das nicht verstanden. Okay, das habe ich auch auf Türkisch gar nicht gesagt. Ich sag's mal. Ja, so aman tanrım, düşüyor. Herhalde. Aman tanrım heißt, oh mein Gott. Aman tanrım. Aman tanrım. 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 Jetzt hast du gesehen, wo ich deinen Lidschatten gesetzt habe. Don't look at me. Nee, ich hab's nicht gecheckt. Okay, sehr gut. Voll der Dumme, ich hab's nicht gecheckt. Ich mach's komplett falsch. Boah, das ist eine schöne Farbe, ey. Ich hab die noch nie benutzt, weil ich voll Angst vor dunklen Farben habe. Aber du kannst den doch voll gut aufbauen, gell? Der ist gar nicht so dunkel, wenn du den so soft aufträgst. Çok hoşuma gitti bu renk. Çünkü biraz böyle hafif lila, hafif böyle patlıcan rengine çaldı. Hast du gerade aus Versehen lila gesagt? Evet. Wolltest du sagen, dass es ein lila Unterton hat oder was? Einen. Was einen? Einen bedeutet genauso. Ich so, was du einen? Musst, du musst ein bisschen lernen. Ich schwöre, ich habe nichts verstanden, deswegen mache ich das. Güzel yayıyoruz. Bunu yaparken biraz zaman, zaman, biraz... Türkisch nix diese. Zamanınız olduğunda yapın çünkü bunu yaparken fazla böyle stres altında yapmayın. Yavaş yavaş yayın ki böyle sanki birisi böyle havayla bu farı gözünüz üzerine püskürtmüş gibi görünsün. Hani böyle çok yavaş yavaş istekli bir şekilde hani illa böyle hemen hemen last minute tarzı yapmayın. Güzelce ne yavaş yavaş farı gözünüzde yayın. Okay, also das ist jetzt nicht so als würdest du in Amsterdam wohnen, man versteht einfach nichts als Deutscher, aber... Gar nichts, ne? Ja, nö, verstehe ich nichts. Ich liebe diesen Liedschan, der ist so schön. Vielleicht hast du das gesagt. Ich liebe den, den kauft euch gesagt. Das, egal, Link im Bio. Gerçekten çok hoşuma gitti bu renk. Diğer gözümüzü de yapacağız şimdi. Yine içine giriyoruz. Biraz böyle farımızı fırçamızdan abkropfen ettiriyoruz. Kein Kickback sagst du schon. Dir ist super. Kickback in Türkei ne olduğunu bilmiyorum ama. Und dann ist dein Papa mit 13 quasi nach Deutschland gekommen. Genau. Dann musste er ja integriert werden. Also musste er zur Schule gehen. Wie war das damals so? Ey, also wie lief das ab? Das war ich so schön. So, also früher war das richtig nice. Die Türken integrieren sich heute natürlich auch, weil sie irgendwie auch in Deutschland geboren werden mittlerweile in der dritten, vierten, ja, klar, fünften Generation. Genau. Aber damals war es natürlich so, es war extrem exotisch für die Deutschen. Die kannten die Türken ja damals noch gar nicht. Deren Bräuche, deren Traditionen, Kultur. Mein Vater hat nur gute Erfahrungen gemacht. So tolle Menschen kennengelernt. In der Schule hatte er eine Lehrerin. Die Story muss ich erzählen, weil die echt schön ist. Diese Lehrerin hat mein Vater auch richtig geliebt. Sie hat im Unterricht, damit mein Vater und seine türkischen Kollegen Deutsch lernen können, im Unterricht ihren Mann angerufen und hat den Hörer dann meinem Vater und den anderen türkischen Kindern dort gegeben, damit sie mit dem Mann von ihr Türkisch sprechen, Deutsch sprechen, Entschuldigung. Damit sie Deutsch lernen am Telefonhörer so. Und der Mann von ihr hat erstmal so, der wusste nichts davon, weil sie ihm auch nichts gesagt hat, weil die halt direkt so ins kalte Wasser geschmissen wurden und direkt Hallo sagen mussten am Hörer. Hat er dann irgendwie erstmal so geflucht und gesagt, ey, was willst du, was, hey, ich verstehe dich nicht mäßig so. Und dann meinte die Lehrerin so, hey Harald, das sind die Kinder hier, die sind Türken und die lernen jetzt Deutsch. Also sei mal freundlich und rede mit denen Deutsch. So richtig süß, oh, süß. Alter. Ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, da du lange nicht mehr sowas benutzt hast, dass du halt voll soft gemacht hast, so übelst soft. Deswegen muss ich jetzt irgendwie mal soften, alter Shit. Şimdi Karma Regel'i gözümüze yaydık. Bunu dediğim gibi yavaş yavaş yapabilirsiniz. Hızlı hızlı yaptığınızda çünkü bence aldığınız sonuç sizi mutlu etmeyecek. Çünkü böyle koyu renkler kullandığınızda biraz dikkat etmelisiniz. Tabii ki Marvin daha güzel bunu yapabildiği için, yani o bunun uzmanı olduğu için o biraz daha hani eli ona yatkın. Ben biraz daha böyle biraz nasıl desem
vorsichtig auf Türkisch. Sag einfach careful. Wieder sag careful, Oldumci. Also ganz ehrlich, ich probiere das jetzt irgendwie soft auszublenden noch, weil ich habe richtig übertrieben. Boah, diese Farbe, ey, die schmeichelt meine Augenfarbe so ja, gut einfach. Ja, was hast du dir nicht mal gegönnt? Warum hast du nicht mal ausprobiert? Digga, keine Ahnung, ich hätte voll Angst vor der Farbe, weil die einfach so übelst dunkel aussieht. Ich bin so dumm. Bence Karma Regal'dan sonra şimdi açık bir tona geçebiliriz. Hangi tonu alacağım ben bir şey etmem gerekiyor, keşfetmem gerekiyor. İçine giriyorum, bakıyorum hangisi daha güzel görünür. Bence Rose Gold biraz şey olabilir. Gerçi azıcık Rose Gold ile böyle başlayıp da içine biraz şeyle mi girsek ki? Modelle mi girsek? Bilmiyorum ama acaba yoksa bir saniye millet şöyle bir şey mi kullansam? Bunlar da çok güzel. Ich verstehe gar nichts. Sigarasız scheiße, ne? Hätte ich mir vorher schon denken können, aber ist nicht schlimm, weil ich trotzdem finde, dass das ein cooles Video ist, weil wir ein bisschen so über, tut mir voll keine leid. Ahnung, Immigrationsthema und so reden können und ich finde das voll geil. Und auch sonst so zum Sprache lernen. Galiba cool. Gözüm için şimdi böyle iç bölgesi için premium'u kullanacağım. Aslında bu bir highlighter ama far olarak kullanabilirsiniz tabii ki bu ürünleri. O yüzden galiba ben bunu şimdi iç bölgeye sürmeyi düşünüyorum ama fırçam olmadığı için şimdi bir fırça getireceğim kendime bir saniye. Ich habe premium verstanden, also machen wir jetzt irgendwas mit Highlight. Weiß nicht was, aber love it. Also. Ja, du machst dein Ding jetzt und ich bin Opfer. Şimdi premium'un içine giriyorum. Almancayı Türkçe'ye çevirdiğinde kötü oluyor. Evet, premium'la biraz fırçamıza alıyoruz ve gözümüzün iç bölgesinden şeye kadar çekiyoruz. Boah, evet, bu çok güzel bir renk. Ich schwöre, klang jetzt richtig so, als würdest du irgendwas Definiertes machen, aber ich weiß einfach immer, was ich mir so denke, was du gesagt hast. Bence iki tane renk yeter bu makyaj için, yoksa bu video bir saat geçebilir, o yüzden biraz şey edeceğiz. Ama gördüğün Uma. Gibi, ama. So, ama. Okay. Ama bedeutet aber. Aber nicht zu weit. Ama, evet, diğer fırçamızla. Oh Gott. Şimdi biraz burayı... Ich schwöre, ich mach einfach, was ich will. Soft. Soft. Biraz soft yapmamız gerekiyor çünkü çok içeri girdim. Yani biraz daha karma regletin içine girip şurayı biraz... Also ich denke, das ist soft. Şey diyorum birbirine, şey diyorum, ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Karıştırıyorum, yapıyorum bir şeyler. Bilmiyorum. Okay. Keine Ahnung. Ben de bilmiyorum. Bence güzel oldu ya. Fazla da böyle abartmaya gerek yok. Günlük bir makyaj işte. Böyle dışarı çıkabilirsiniz isterseniz. Ich wollte dir die traurige Geschichte noch erzählen. Von meinem Daddy. Wegen der Sprachbarriere. Papa war halt in der Schule und hat dann für die Projektwoche, weil er so gut zeichnen konnte und so talentiert war, haben die ihn dafür engagiert, dass er so auf die Scheiben mit so Glasfarbe, so Kamele und so ein ägyptisches Bild malt. Ja. Weil die so eine Projektwoche hatten, wo die so irgendwie Ägypten und so hatten als Projektwoche. Mhm. Er hat aber gar nicht gerafft, warum er das machen sollte. Hat das dann fertig gemalt. Die haben sich auch voll darüber gefreut und sich bei ihm bedankt und dachten dann, dass er später zu diesem Projekttag kommt. Weil dann gab es da Getränke und dann kamen Eltern und hast du nicht gesehen. Und mein Vater dachte, das wäre einfach nur so und ist da nicht gekommen, weil er nicht wusste, so, weil er das nicht verstanden hat. Und am nächsten Tag haben die dann alle gefragt, so, ey Ibrahim, wo warst du? Und dann meinte er, wie denn, wie, wo? Ja, wir haben hier Projektwoche gehabt an dem Tag, wo du das gemalt hast. Da waren wir hier und haben gegessen und getrunken. Wo warst du? Und er so, ups. Hat er dann nur in der Schule Deutschunterricht gehabt? Ja. Und dadurch hat er dann Deutsch gelernt. Genau. Das ist echt heftig, weil dann du sprichst echt gutes Deutsch. Ich denke mir so, gutes Deutsch, oder? Ja, das ist doch voll schwierig, weil ich meine, du kommst, wenn du mit 13 kommst, ist ja nicht so, als wenn du das von Klasse 1 lernst. Also ich meine, jedes Kind muss von Anfang an Deutsch lernen, aber es ist ein Unterschied, ob du schon 13 Jahre mit einer anderen Sprache aufgewachsen bist. Correct. Und dann, also mit 13 bist du in der Klasse im Deutschunterricht, dann nimmst du nicht einfach das ABC durch, Digi, da geht's ja schon richtig hier mit der ganzen Präsenz. Und du kannst oder du ne? kannst. Trifft da, bummst da, Praktikum, wie heißt das hier? Ach, so, weißt du, Präteritum und so ein Ding. Ach, Präteritum. Digga, sag doch einfach so normal. Ich sag nicht Verb, ich sag Tu-Wort. Ich sag gar nichts. Es geht weiter. Es geht weiter. Evet, devam ediyoruz. Gözümüzün için iki tane far kullanacağım sadece. Genau, ich genauso, ja, o yüzden aynı farla devam edeceğiz. Yine Karma Regate. Küçük bir fırçayla. Karma Regate'in içine azıcık giriyorum. Yine fırçamı böyle şey edip rengi azaltıyorum. Çünkü şimdi göz altına gideceğiz. Gözün altını birazcık böyle şuraya kadar çekeceğiz farı. Digga, du machst irgendwas, ich weiß gar nicht, was du machst. Hä? Machst du bestimmt die gleiche Farbe? Nee, Alter. Eine Ringe, aber doch die gleiche Farbe, aber Gözün alt kısmı. Premium benutzt das als letztes, dann gehe ich jetzt mal von aus, du nimmst wahrscheinlich auch einfach Karma regelt, okay. Aynen öyle. Evet, farımız. Nee, Digi, was auch immer du gerade machst, du wartest jetzt eine Sekunde, Alter. Tamam. Ich brauche eine kleine Pause hier, also ich muss noch ein bisschen blenden. Aber, erzähl mir mal. Ich kann dir noch eine andere Story erzählen. Meine Eltern haben
das bei meiner Schwester so gemacht, sie war das erste Kind, dass sie zu Hause nur Türkisch mit ihr gesprochen haben, ne? Damit sie Türkisch lernt. Und dann kam sie in den Kindergarten und hat kein Wort Deutsch gesprochen. Gott. Ich habe nur Deutsch sprechen können vorher, weil Gülçin mir Deutsch beigebracht hat. Oh. Bei Sinan war das so, wir wurden alle dazu verdonnert, mit Sinan nur Türkisch zu sprechen, sodass er im Kindergarten, guck mal, wir konnten Deutsch, ne? Wir waren ja 11 und 12, als er geboren wurde. Das heißt, als er im Kindergarten war, waren wir schon so 14, 15. Wir haben aber mit ihm kein Wort Deutsch gesprochen, extra. War ja im Kindergarten dann und dann konnte er einfach kein Wort Deutsch. Aber das war doch bei ihr genauso. Das war bei ihr genauso, nur bei mir nicht, weil ich das Glück hatte, dass Gülçin mit mir über Deutsch gesprochen hat. Aber auch nur, weil sie das gemacht hat. Nur, weil sie das gemacht hat. Und weil sie das dann in der Schule gelernt hat. Genau, richtig. Und aber Gülçins Deutsch ist ja gut, aber hat sie am Anfang gestruggelt dann damit? Übel. Und Sinan auch. Der hat halt am ersten Tag fast geheult und so. Und ich habe meine Eltern gefragt, warum macht ihr das? Und? Und haben die gesagt, wenn wir es euch jetzt nicht in diesem Alter beibringen, werdet ihr von dieser Sprache abkommen und ihr werdet sowieso euer ganzes Leben Deutsch sprechen. Lieber struggelt jetzt einmal im Kindergarten, habt so eine kleine Prüfung vor euch und habt dann wenigstens diese Sprache einmal so richtig verinnerlicht. Und ich muss echt sagen, das hat uns nicht geschadet. Also Sinan spricht perfekt Türkisch, Gülçin spricht sowieso, sie spricht richtig gutes Türkisch, sogar besser als ich. Aber Sinan und Gülçin sprechen trotzdem auch perfekt Deutsch. Sprechen perfekt Deutsch. Also beides jetzt einfach. Ja. Meine Eltern haben es echt richtig gemacht. Scheint, ja. Man kann das immer alles nur so theoretisch sagen, ja, aber vielleicht so und so. Aber ich denke mir, wenn es jetzt halt hingehauen hat und beide können super Türkisch und beide können super Deutsch, dann scheint es ja anscheinend richtig gewesen. Also kann man ja eigentlich nichts sagen. So ein bisschen zu strugglen finde ich auch nicht schlimm. Du wirst so ein bisschen aufs Leben vorbereitet, weißt du? Du siehst, dass nicht alles einfach ist. Okay, was auch immer du jetzt weiter machen willst. I'm already for it. Gözümün altındaki pudrayı elimdeki şeyle şimdi böyle yok edeceğim. Yani bunun zamanı geldi çünkü. Bunu böyle fırçamızla pudrayı yedirip siliyoruz diyebiliriz. Ich bin überfordert, Alter. Ob die Aldi jetzt will, dass ich mich einfach nur abpuder, ob die konturieren will. Ich weiß gar nicht, was sie vorhat. Şimdi deswegen mache ich einfach mal hier so alles, was ich machen kann. Bundan sonra şeye geçiyoruz. Kipriklerimize geçiyoruz. Şimdi kiprik takacağız. Kipriklerim burada elimde. Bunları önce bir üzerinde eski bir yapışkan olduğu için önce eski yapışkanı çıkaracağım. Bunu bununla yapıyorum. Bunun ismi neydi? Türkçesi neydi? Aklıma gelmiyor ama farkındasınız herhalde. Nehmt einfach mal hier contouring. Auf gut Glück. Şu an Marvin tam farklı Digga, was sagst du mein Name, Alter? Lässt das du? Du machst gerade was ganz anderes als ich. Halt die Fresse, mach ich gar nicht. Ich helfe dir ganz kurz. Digga, ich helfe dir ein bisschen. Ich mach gerade den alten Kleber von meinen Wimpern ab. Du machst Wimpern, Digga? Ja. Was für Wimpern? Ich hab noch nicht mal eine Augenbraue, Alter. Digga, warte mal erst. Mein Lidschein ist manchmal fertig. Natürlich ist der fertig. Bei mir ist nichts fertig. Digga, was? Çok böyle nasıl desem, doğal duran kiprikler ve günlük de bunları kullanıyorum. Aşırı dramatik bir makyaj yaptığımda daha farklı kiprik kullandığım da oluyor ama nadir. Daha çok bunları kullandığım oluyor. Also sie hat irgendwas mit Drama gesagt, deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass ihre Drama Wimpern drauf ballert, Alter, mache ich jetzt auch einfach. Ich habe glaube ich schon verkackt, weil irgendwie sind wir bei Wimpern und ich habe noch nicht mal in der Corner Highlight, aber ist okay, vielleicht kann ich später einfach so ein bisschen schummeln, wenn wir irgendwie so Wangen Highlight machen, falls ich das überhaupt verstehen sollte. Alter Schwede, man versteht halt wirklich gar nichts, aber schon scheiße so, ne? Ja, es ist schon echt hart und dann denke ich mir so, muss ja eigentlich so ziemlich so sein, wenn du dann im Kindergarten nur Türkisch gesprochen hast und in deutsche Schule kommst und dann sitzt du da und es ist einfach genau so. Ja, so schlimm. Und dann hast du nicht vorher schon 15 Jahre Make-up-Tutorials geguckt und weißt, was Concealer ist und hörst mal Concealer oder so. Ja, das muss schwierig. Echt heftig sein. Ben Mascara'nın Türkçesi neydi? Sorry. Aman, was heißt Entschuldigung? Pardon. Pardon? Özür dilerim, pardon. Aber ich sag pardon meistens. Marvin bir şey yaptı, onu da gördüm. Gözünün üzerine kremi sürdü. Ben sürmedim bu arada. Ama onu da güzel görünüyor. Galiba ben de süreceğim. Hast du eine Pinzette? Liegt da vorne eine Pinzette? Ich weiß nicht, ob die alte eine Wimpernzange benutzt hat, aber gerade juckt mich gar nicht. Ich mache einfach ein bisschen. Hier, kullanmadım. Wimpernzange kullanmadım. Ich kann also. Mir ist gerade auch das Wort für Pinzette gar nicht eingefallen, ne? Kipriğimizi takıyoruz, çünkü yapışkanımız kurudu. Ach, whatever, who cares? Okay, ihr Arm kommt einfach in mein Gesicht. Ich würde sagen, sie klickt gerade auf. Önce ortaya koyuyorum, sonra dış tarafını yapıştırıyorum. En sona iç tarafını yapıştırıyorum. Was ist das hier alles? Ey, bei mir sieht das voll schön aus. Ich stehe voll auf das Make-up. Also ich habe auch ein schönes Augen-Make-up. Oh, ich habe auch einfach schon wieder Hunger. Ich habe immer Hunger. Boah, du isst aber voll gerne, ne? Genauso wie ich. Das ist so nice, dass wir einfach die ganze Zeit am Fressen sind zusammen. Ich habe keine Ahnung, sie klebt Wimpern auf. Das bedeutet, sie macht doch irgendwie Mascara. Also mache ich jetzt einfach Mascara und klebe dann die Wimpern drauf. Ein und gewischt. Dann, şey. Ah, scheiße, was ist das auf Türkisch? So. Rimel. Rimeli. Kipriklerden sonra kullanıyorum. Çünkü neden? Ben kipriklerle, yani kendi kipriklerimle taktığım kiprikleri rimelle
birbirine yapıştırmayı seviyorum. O zaman daha natürel, daha doğal görünüyor. O yüzden ben rimeli ondan sonra sürüyorum. Original nix verstanden. Keine Ahnung, was da drüben treibst. Rimmel ist Mascara auf Türkisch. Devam ediyoruz. Kaşlarımı önce tarıyorum. Tarağımla tarıyorum kaşlarımı. Şöyle. Ich höre einfach nur irgendwas. Ondan sonra... Tut mir voll leid, aber du wolltest ein türkisches Tor. Du kriegst ich wollte das. Tor. Ich habe irgendwas kratzen gehört. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie ihre Augenbrauen gebürstet hat. Deswegen mache ich jetzt aynen öyle Augen. Yaptım. Şimdi benim kaşlarım fazla böyle hani şey şeye gerek yok. Çünkü bayağı kaşım var. O yüzden kaşlarımı boyamıyorum daha fazla. Ama iç bölgeyi biraz böyle hani şu bölgeyi biraz kalem çekiyorum. Ama çok çok az. Ve fazla bastırmadan şuraya bir kalem çekeceğim. Ama önce bu kalemi çekmeden önce jel ile Benefit'in bir jeli var. Bunu çok seviyorum. Benefit, sie macht Augenbrauen. Ich schwöre, ich war richtig. 24 Saat Brow Setter jeli. Brow Setter, guck mal Freunde. Ich hab's nur im Kratzen gehört. Brow Setter jelini ich bin voll gut, Alter. Kullanıyorum wow. Şimdi. Krasser Typ. Kaşlarım heftiger için. Heftiger Typ. Ve böyle tarayarak içlerine jeli sürüyorum. Als du dann zur Schule gegangen bist, hast du Diskriminierung erfahren? Diskriminierung gab es überall, klar, weil die Leute das halt nicht kennen. Mhm. Der Name ist anders. Der Name wird erstmal schön auseinandergenommen. Es war ein Gymnasium. Auf der Grundschule hatte ich gar keine Probleme mit Rassismus oder so. Auf dem Gymnasium war es dann schon ein bisschen anders. Es waren halt alles Kinder von reichen Eltern. Deren Eltern hatten halt alle extrem. Da musste man sich erstmal so durchkämpfen. Ich habe mir halt einfach nichts anmerken lassen. Habe aber in mein Tagebuch dann alles so reingekotzt, so was ich so gedacht habe. Und wenn ich das heute lese, so die Nihan von damals tut mir so richtig leid. Ich würde die einfach voll in den Arm nehmen und sagen, scheiß auf alles. Was mir ins Gesicht gesagt wurde, war halt einfach, ich würde noch nicht mal meinen Hund Nihan nennen. Der Name ist voll hässlich. Ist das ein Jungname? Trägt deine Mutter Kopftuch? Wobei das jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, sowas zu fragen, aber es wurde halt mit so einem Unterton gefragt. Ja, ja. Wo ich mir so denke, ja, mit so einem richtig ekligen Unterton, so wie unterdrückt von deinem Vater und so. Aber ich muss auch einfach sagen, dass auch die Türken in Deutschland sich manchmal Sachen erlauben, die ziemlich asozial sind. Das ist halt alles nur so, es sind Vorurteile, die halt durch Personen entstanden sind. Es ist ein Geben und ein Nehmen, aber ganz ehrlich, es gibt auch Deutsche, die vergewaltigen, die rauben, die asozial sind und trotzdem ist nicht das Vorurteil, direkt Deutsche sind so. Das passiert dann leider bei Ausländern schneller, was echt traurig ist. Ja, und ich meine, ich bin auch so ein bisschen, was heißt damit aufgewachsen, aber ich war schon damit konfrontiert, weil ich schon gemerkt habe, ich war halt auch in einer Kleinstadt und ich habe andere Klamotten getragen und längere Haare gehabt. So, ne? Und irgendwann wurdest du auch so von Kanaken, so von Türken so angemacht? Ja, genau. Das kann man ja meistens gar nicht so genau spezifizieren. Ja, ist es jetzt Albaner, halt Kurde, Türke, keine Ahnung, was auch immer, so Middle Eastern. Und habe halt schon oft dann Erfahrungen damit gemacht, negative. Ja. Und dann hast du automatisch, wenn du unterwegs bist und hast du siehst, Angst vor denen oder auch hast du direkt so, Respekt, denkst du so, oh, okay, du weißt nicht so ganz genau, aber gleichzeitig habe ich halt Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, ey, das ist so chic. Und jetzt, ich bin so gerne mit Türken, ich bin so gerne mit dir und deiner Familie und auch anderen. Das ist so süß. Ja, weil ich das einfach liebe. Das ist so ein ganz anderer Vibe. So, das ist so, wenn du dazugehörst, zu der Femme, zu der Clique, was bist du, das ist so jeder für jeden. So, und das finde ich geil. Das finde ich cool. Schon irgendwie nice. Das ist magisch. Das hat, ist so ein alles hat Vor- und Nachteile. Das ist einfach ja. so. Deswegen, man muss das irgendwie lernen und das ist halt auch ein Umfeldding, ne? So, wie hast du Leute im Umfeld? Wie sind die drauf? Evet, şimdi var değil, bu neydi? Allığımıza devam ediyoruz. Bu allık, doğru. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Ben de Türkçe öğreniyorum bu arada bir videoda. Allığımızı şimdi sürüyoruz yüzümüze. Şöyle allığı alıyoruz ve gülümsüyoruz. Gülümsediğimizde de en üst bölgeye farımızı değil, allığımızı yayıyoruz. Şöyle bu şekil. Bu şekil. Bu arada blush'ımızla üzerinden geçeyim. Blush, oder? Blush. Hast du extra blush gesagt, damit ich es verstehe? Evet. Ja, ne? Weil du mich nicht so leiden Nein, willst, ne? Nein, weil ich nicht. Blush. Schon ein bisschen assi sonst. Du machst nämlich jetzt gerade richtig hart, ne? Andere folgen irgendwie so Tutorials auf Englisch, was sie halt dann nicht sehen und danach schminken und auf Deutsch. Du machst so richtig hardcore. Türkisch, was du nicht verstehst. Aber weißt du warum? Mir ist schon klar, dass ich das meins einfach gar nicht verstehen werde. Aber mir geht es auch eigentlich so ein bisschen um das ganze Prinzip des Videos. Ja. Man hat vielleicht so Barrieren, so Sprachbarrieren und sowas hier, aber kann man auch einfach wegpacken, Digga. Genau, you know, man kann das ja lernen, so. Wieder zu gehen. So. Ist so. Scheiß drauf. So. Okay, ich baue die hier wieder rein. Ich mach die kurz wieder. Okay, so für den Rest des Videos. Aber es geht mir so ein bisschen mehr um das Prinzip des Videos und dass ich gerne irgendwie auch so ein bisschen über Toleranz, Integration sowas reden möchte. Weil das ist voll schade, dass es noch ein so Thema ist, was ich finde schade, dass es noch ein Thema ist, weißt du? Ich finde es so dumm einfach. Das ist eigentlich unnötig, aber es ist halt da, deswegen muss man auch drüber reden. Im Grunde geht es darum, gut miteinander zu leben, ein schönes, friedliches Leben zu leben und gut zueinander zu sein. Und du kannst nicht gut sein, wenn du einem anderen Menschen
das Leben zur Hölle machst. Ja. Schon mal Konturumuza geçiyoruz. Konturumuza geçiyoruz. Hadi senin bronzunu kullanacağım. Bronze Divant An isminde. Okay. Viva Bronzy. Bronzy Life. Bunu seviyorum. Rengi bana uyuyor. O yüzden önce şu kısmı. Highlight habe ich eben übrigens auch schon aufgetragen, just saying, ne? Also, das bist du einmal übersprungen, aber das kannst du direkt gleich nochmal machen. Als du erzählt hast, weil ich dich unterbrechen wollte. Ey, ich habe nur zwei Farben aus einer Palette benutzt und es sieht einfach nur so schön aus. Ich brauche halt auch einfach keine andere, nur so für Farbdings. Mega geil, wirklich. Ich hätte die vorher schon entdecken müssen, diese Farbe. Ärgert mich gerade unnormal, ne? Naja, ab jetzt kannst du es sehr gut benutzen. Und die hat sich auch richtig gut verblenden lassen, die dunkle Farbe. Ich verwende hier Premium jetzt auch, so wie die Nian. Lippe. Evet, Dudağa geçiyoruz. Dudakboyamızı Liquid Lipstick kullanacağım. Okay. Benutzt Jeffree Star Cosmetics in Celebrity Skin. Evet, dudağımız bitmiş gibi. Üzerine biraz highlighter sürmeyi düşünüyorum. Seviyorum çünkü. Dudağın böyle üst bölgesine. Dediğim was mit Highlight gesagt. Also. Azıcık highlighter yapacağım. Ich mache den Highlight in die Mitte. Yine premiumla devam edeceğim. Çünkü her yerde aynı highlighter kullanmak istiyorum. Premium? Şöyle biraz. Ich komme nicht an mein Setting Spray, weil die ich Kamera... Ich habe mein Setting Spray. Okay, sehr gut. Dann benutzen wir einfach das. Ich habe noch nie Highlighter auf meine Lippe gemacht. Aber so wie ich es verstanden habe, hast du Premium auf deine Lippe gemacht. Einen. Bitti. 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 Merak ediyorum acaba senin makyajın nasıl görünüyor? Benimkine benziyor mu? Oh mein Gott, wir können uns angucken. Oh, du bist ein bisschen mehr reingezogen. Das sieht voll schön aus. Ja, oder? Ich feiere das übel. Aber wir haben schon ziemlich gleich gemacht. Hast du Premium auf die Lippe gemacht? Nee. Ja. Drüber. Weil ich hast auf du die auf die Lippe? Oh, ich habe verstanden, dass du auf die Lippe gemacht hast. Jetzt, Alter, was heißt das danke so auf anstrengend, danke, ne? Danke fürs Zuschauen, was heißt das? Videomuz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Digga, das için. Heißt das? Videomuz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Was hier heißt das? Dankeschön, dass ihr das Video geschaut habt. Türkische Wörter sind sehr lang. Okay, probieren. Es gibt ein richtig langes Wort, aber das werde ich dir in meinem Video sagen. Das ist das längste türkische Wort, soweit ich weiß. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nee, ich will es nachsprechen, Alter. Ach so, oh Gott. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren. Schaut doch bei Nihan vorbei. Da ist jetzt ihr Video online. Da wird jetzt noch mehr Türkisch geredet. That's it. Danke fürs Zusehen. Bis Danke dann. Fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.